guck mal hier. Hier vorne ist ein verfettigter Vollfettelefant. Und ich begleite dich auf deinen Städtetrip hier in Bremen. Und ich habe leuchtende Trackingstöcke dabei. Die werde ich später anmachen, wenn wir irgendwo draußen pennen später. Das wird so richtig geil sein. Die werden so richtig in der Praxis getestet, später, wenn es dunkel wird. Wenn Dunkle kommt. Genau. Die, naja, das hier, das ist mein Rohr. Also das ist mein 62 Cent Rohr, aber der alte, den hat Flötenmann kaputt gemacht. Und ich habe den hier wieder neu gekauft und der kostet mittlerweile 1 Euro mehr. Das ist teurer geworden. Die Inflation muss weg. Und das hier, das sind meine neuen Trackingstöcke mit Lichtfunktion drin. Die werden später so richtig getestet. Bevor das eigentliche Video weitergeht, möchte ich euch diese Trackingstöcke mit integrierter LED-Beleuchtung vorstellen. Die Stöcke sind von 65 bis 135 cm stufenlos ausziehbar, wasserdicht und hat folgende Beleuchtungsstufen. Neutral weiß niedrig, neutral weiß hoch, eine Rotlichtfunktion und blinkendes Rotlicht. Es gibt einen Bewegungsmodus, der nach 30 Sekunden nicht berühren greift und die Beleuchtung auf Standby stellt, jedoch wieder leuchtet, wenn man die Stöcke wieder in die Hand nimmt. Und es gibt einen konstanten Modus, der das Licht bis zu 13 Stunden dauerhaft brennen lässt, was super als Campingbeleuchtung beim Bivakieren geeignet ist. Der Akku ist über dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel in 4 Stunden vollständig aufgeladen und im Lieferumfang sind unter anderem vorhanden 2 Gummispitzen, 2 Schlammteller, 2 Schneeteller und 2 leichte Abdeckungen, die mit den Akkus ausgetauscht werden können, um Gewicht einzusparen, falls man ohne Licht unterwegs sein möchte. Der Link zu den Trackingstöcken steht in der Beschreibung. Mit dem Code NATURIN10 könnt ihr 10% sparen und es gibt im Shop bis zum 16.07. einen Sommersale, worin ihr Produkte günstiger bekommen könnt. Viel Spaß beim Stöbern und viel Spaß mit dem Video. Wir sind gerade dabei, zu diesem Bürgerpark hinzulaufen. Und guck mal hier. Hier vorne ist dieser Hotel. Grüße gehen raus an Herrn Herzberg. Da drüben spritzt es rum. Da kommt Wasser und sonstige Flüssigkeiten raus. Wenn ich ganz stark schielen tue dann, und dann mein Gehirn betrachte, dann sehe ich da ganz viele Schimmelpilze. Die schimmeln da rum und das ätzt da weg und so, weil das immer weiter schimmelt. Das ist voll geil. Wir sind hier an diesem Bürgerpark angekommen und wir gelaufen jetzt nach Richtung da lang oder so. Ne, guck mal, was wir gefunden haben. Hier vorne ist ein Fluss. Und da hinter diesen Bäumen, da schwimmt was rum. Genau. Das ist richtig geil. Ja. Introvertiertes Rind gefunden. Rind mit introvertiert dran. Introvertiertes Rind gefunden. Introvertiertes Rind gefunden. Guck mal, dieser Rind mit introvertiert dran, der hat gerade ein bisschen Scheiße geleckt. Was da unten so rumliegt. Ich weiß zwar nicht, warum der das gemacht hat, aber... ich war mit der Kamera zu spät dran. Die blöden Fliegen nerven den Eseln. Die müssen verschwinden, die Fliegen. Fliegen müssen immer etwas zu nerven haben. Ja. Guck mal, hier vorne ist eine urinfarbige Sonnenbank. Und diese Sonnenbank, die ist dauerhaft hier unterm Schatten wegen diesem Scheißbaum. Der Baum ist im Weg, der ist genau falsch gewachsen. Das ist voll scheiß, das ist unlogisch mit der Sonnenbank. Das ist voll versifft. Bei dieser urinfarbigen Sonnenbank. Guckt euch mal diese verfettigten Schweine hier vorne an. Die sind so richtig verfettigt und fettig und fett. Die haben ganz viel Fett dran und sowas. Prüfen war mir so ein Schwein mir im Wald begegnet und mich frierst. Der ist richtig geil fett. Das sind richtige verfettigte Vollfettschweine mit Fett dran. Guckt euch mal diese ganzen verfettigten, voll fett Hühnerköpfen an, die so richtig fett sind. Und weiß und spermafarben. Die sind voll cool. Die hier, die sind auch zu klein dafür. Aber irgendwann, wenn die groß und fett werden, so richtig stark und fett, dann werden die meine Bartfrisur tragen. Ziegen, eins meiner Lieblingstiere. Das sind richtig geile Geräusche. Ich liebe diese Geräusche. Da müssten noch viel mehr davon herkommen. Mach das nochmal. Guck mal, da drüben sind Pferde in Größe S.
So, wir laufen jetzt in Richtung Bahnhof. Und guck mal, hier vorne ist diese Straßenbahn. Ich werde davon belästigt. Wir sind in die nächste Straßenbahn reingelaufen. Und jetzt fahren wir durch den Bahnhof durch und dann zur Domsheide. Oh, wir fahren gerade eine Kurve. Guck mal hier. Wir sind hier in Domsheide angekommen. Und da drüben ist Rathaus oder wie das heißt. Da werde ich jetzt meinen verschmierten Gehirn durchschieben. Achso, vor diesem Dom habe ich das hier gemacht. Guck mal, hier vorne ist dieser Bremer Spuckstein. Rollt ein Kopf um die Ecke und fällt um. Guckt euch mal diese Statue an, wo ein Mensch auf Kühen reitet. Und hier vorne ist auch eine Statue, wo ein Mensch auf eine Kuh reitet. Also auf das letzte Rind. Der hat noch nicht mal Euter dran. Guckt euch mal an, wie veraltet dieser Rathaus hier vorne aussieht. Der sieht so richtig alt aus. Also so richtig mit veraltet und sowas dran. Genau, der sieht so richtig alt aus. So alt und also mit ganz viel alt dran, dieser Rathaus. Und diese Kirche hier vorne auch. Und da hinten auch. Guck mal hier. Hier vorne sind diese Tiere, die hier so steif rumstehen. Jawohl. Guck mal hier. Mittlerweile sieht die Schuldentafel von Bremen genau so aus. Bremen hatte über 22 Milliarden Euro Schulden. Und der persönliche Anteil ist 88.888. Das sieht man, glaube ich, nur noch ein einziges Mal. Und danach wird das wird die Zahl wahrscheinlich anders sein. Aber genau, von den 88.888 habe ich so ungefähr 500 Euro Schulden, weil ich einen PC in Raten zahle, damit ich für euch bessere Videos schneiden kann. Die steigen jetzt auch in meinen Mund ein. Guck mal hier, das ist die engste Straße von Bremen. Prüfen, ob ich da mit meinem Wagen durchpasse. Wohin geht vor? Wenn er stecken bleibt, dann kann die auch nicht weiter. So. Jetzt wird's spannend, jetzt wird's richtig eng. Prüfen, ob ich da jetzt mit dem Wagen durchpasse. Durch genau diese Straße. Die schmalste Stelle, die es in Bremen gibt, die du zu Fuß durchgehen kannst. Ja, so klappt. Oh, gerade so, aber wirklich Zentimeter genau. Ich hab's geschafft. Es hat's durchgepasst. Jetzt wird's spannend, ob ich da mit diesem. Ja, hab ich geschafft. Riecht hier nach vollgeschissener Windel. Guckt euch mal diese Katze hier vorne an. Guckt euch diesen trüben Becken hier vorne an. Da sind sogar Fische drin. Diese blauen Fische, die hier rumschwimmen. Und guckt euch dieses Becken hier vorne an. Da sind keine Fische drin. Aber dieser Becken ist sauberer. Oh, hier vorne ist eine Treppe. Und hier vorne ist ein Gestell für meine Sackkarre. Prüfen, ob das funktioniert. Ich bin ganz gespannt drauf. Es hat zwar ein bisschen gebraucht, aber gerade so hat es gepasst. Mit der Sackkarre und dieser versüfften Treppe. Hier ist grünes Licht. Und wir gelaufen jetzt zur nächsten Mühle oder wie das heißt. Guck mal, hier vorne ist eine hellblaue Blume. Hier vorne ist eine dunkelblaue Blume. Und hier vorne ist eine rosane Blume.
Und das hier, das sind grün, nicht durchverfarbt, sondern urinfarbige Pflanzen, die hier so am Vertrocknen sind. Und guck mal hier, hier vorne ist auch eine Vollfettmühle. Was war genau da? Ich zoome mal einmal kurz ran. Jawohl, das ist eine Vollfettmühle, also eine Mühle mit Vollfett dran. Das ist richtig geil. Die kann ich empfehlen, die muss man mit Augen angucken. Aber da ist zu viel wenig zum Wind dran, dass es sich bewegt. Aber trotzdem ist da vorne eine richtige Vollfettmühle. Jetzt gelaufen wir zur nächsten Straßenbahn, um dort einzusteigen. Das wird das so richtig cool sein. Als ich einen Körper vom Storch gemacht habe, dann habe ich mir danach jeden Tag in die Hosen geschissen. Das habe ich regelmäßig gemacht, das ist meine Wahrheit. Guck mal, wir fahren gerade Bus bis zum Umsteigehaltestelle. So, wir sind jetzt in einer Umsteighaltestelle. Ich bin nach Pizza und die Straßenbahn kommt in den nächsten 2 Minuten. Der Kerl kann furzen, es stinkt jetzt nämlich seitdem der runtergefallen ist. Boah, das sind diese Viecher hier widerlich. Hier sind überall Insekten hier in diesen Straßenbahnen oder wie das heißt. So, wir sind jetzt hier und wir gelaufen jetzt. Wir suchen jetzt unseren Schlafplatz aus. Von hier aus, genau. Wenn man noch nicht komplett verhalten Fuß. Aber wir gelaufen jetzt zu dieser Stelle, wo ich schon mal mit Herrn Goldmann geschlafen habe. Und da ist von hier aus so ungefähr eine Stunde Fußweg. Und mein Fuß ist immer noch nicht so komplett so geheilt. Und das drückt. Das ist voll scheiße. Das ist richtig widerlich. Ich werde gleich erstmal da auch beim Bier trinken. Geprost! Guck mal, wir laufen jetzt über die Weserwehr drüber lang. Und diese blauen Dinger, die leuchten nachts blau. Und langsam dunkle kommt, aber wir müssen weiter, deswegen kann ich euch das jetzt gerade nicht zeigen. Aber das habe ich euch schon mal gezeigt. In eins meiner vergänglichen Videos. Das müsst ihr euch unbedingt. Ihr müsst unbedingt euch auf der Suche machen nach diesen Videos. Und die dann anschauen. Und dann in den Kommentaren hinschreiben, welches Video ihr gefunden habt, wo ich das gezeigt habe, wo das hier blau leuchtet. Damit dann andere Leute dann das auch angucken könnt. Also ihr sollt nicht den Link in den Kommentaren hinschreiben, weil sonst wird das vielleicht als Spam bezeichnet. Sondern ihr sollt auf jeden Fall den Titel hinschreiben. In welchem Video ihr es gesehen habt, wo ich euch das gezeigt habe, wie das hier aussieht im Dunkeln, wie das leuchtet und sowas. Und was für eine Sprüche ich darauf gebracht habe. Genau, so eine Sachen solltet ihr in die Kommentare hinschreiben und sonst keine andere. Und genau, dann laufen wir jetzt drüber, über die Brücke da hinten und genau, und dann weiter, Richtung da lang. Und da hinten, da wird unser Schlafplatz sein für heute. Das wird so richtig geil sein. Das wird richtig cool. Guck mal, wir sind gerade an der Weserwehr. Weil guck mal hier, hier vorne fällt Wasser runter. Das ist richtig geil. Und an diesem Rohr da vorne, da ist eigentlich Dampfwurm drauf, aber heute ist kein Dampfwurm drauf, weil heute ist gutes Wetter. Deswegen ist das so richtig geil hier gerade. Wir laufen jetzt noch Richtung da lang und ich bin jetzt gerade zu faul, mein Licht anzumachen. Deswegen seht ihr das hier jetzt gerade sehr, sehr dunkel. Aber wir laufen jetzt Richtung da lang und später werde ich dann Licht anmachen, wenn es dunkel genug ist, damit ich Licht anmachen tue. Also wenn es für mich dunkel genug ist, um Licht anzumachen und nicht für die Kamera. Genau, dann werde ich dann Licht anmachen, weil das ist voll cool, ich mag das.
Der hat die beste Musik der Welt gerade gehört, glaube ich. So, wir laufen jetzt da runter. Und da geht's zum nächsten See oder sowas hin. Genau, deswegen laufen wir jetzt da runter. Guck mal hier. Ich bin ein Milchgesicht mit Ziegenbart dran. Links. Wir müssen links abbiegen. Rechts geht das wieder in Zivilisation, oder wie das heißt. Also zum offiziellen Gehweg. Deswegen laufen wir nach links, damit wir versteckt sind vor den ganzen bösen Menschen und sowas. Das sind die extrem gefährlichsten Tiere überhaupt. Deswegen, man muss vor denen extrem fernbleiben, vor Menschen. Die sind richtig extrem schlimm. Also, die sind richtig übel. Die können die übelsten Schäden verursachen. Deswegen laufen wir jetzt von den ganzen Menschen weg. Nach Richtung da lang, wo ich hinleuchte. Guck mal hier, wir haben unseren Schlafplatz gefunden. Das ist direkt neben diesem See hier vorne. In diesem See, da habe ich schon mal letztes Jahr mit Herrn Goldmann, mit Dave Goldmann hier rumgeschwommen. Das war voll cool gewesen. Und genau hier an diesem See, da pennen wir heute. Und wenn das morgen warm genug ist, dann werden wir da drin morgen schwimmen. Das wird voll cool sein. So, wir sind jetzt gerade dabei, unseren Biwakplatz aufzubauen. Und ich stelle euch mal diese Trackingstöcke hier vor. Und zwar diese Lichtfunktion von diesen Trackingstöcken. Das ist die erste Stufe. Das ist die zweite Stufe, also die ist sehr viel heller. Das ist die dritte Stufe, das ist Rotlicht. Und das ist die vierte Stufe, die macht Rotlichtblinkung. Es gibt zwei Modis, und zwar den Bewegungsmodus, wo das Licht nach 30 Sekunden automatisch ausgeht bzw. rot blinkt, damit man den Trackingstock wiederfindet. Und das sieht genau wie folgt aus. Ja, genau. So sieht das aus, wenn das Licht nach 30 Sekunden automatisch ausgeht, um Strom zu sparen und so weiter. Genau, dafür ist das gut. Aber es gibt auch einen konstanten Modus. Dafür muss man das erstmal ausmachen und dann lange gedrückt halten. Und genau, jetzt ist es an und jetzt bleibt das die ganze Zeit an. Und das ist sehr gut für Camping und genau das mache ich jetzt. So, wir haben unsere Schlafplätze aufgebaut. Und zwar, ich habe meine Lieblingstab-Aufbau-Variante aufgebaut. Weil guck mal, hier kann ich pennen und hier passt mein Wagen perfekt rein. Und ich bin hier geschützt und sowas. Und mein Bruder, der pennt hier, der hat auch meine Lieblingstab-Aufbau-Variante aufgebaut. Genau. Genau so, wie ich das empfehle. Ach so, und das ist der konstante Modus von den Trackingstöcken. Ein Trackingstock hält mein Tab und der andere Trackingstock hält von meinem Bruder den Tab. Tabbeleuchtung als Halterung ist richtig geil. Und daher kann ich die Trackingstöcke mega empfehlen. Link zu den Trackingstöcken unten in der Beschreibung. Guck mal, ich werde jetzt versuchen, dieses italienische Fertiggericht zu kochen. Und da steht irgendwas von... hier, genau, jetzt seht ihr das. 12 Minuti Kochtopf. Und diese Verpackungsbeilage, das ist auch alles auf Italienisch, weil ich habe das ja in Italien gekauft. Und ich kann nicht kein Italienisch. Deswegen vertraue ich auf 12 Minuti. Dass ich 12 Minuten so richtig Vollgas gebe auf Kochen und sowas. Und dann war's das hoffentlich. Hoffentlich wird es nicht angebraten oder so. Aber ich werde so richtig volle Pulle machen mit meinem Gaskocher. Genau, 12 Minuten volle Pulle. Das wird gekocht jetzt. Genau. Oi, 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 oi. Prüfen, ob nach 12 Minuten dann ein Festmahl wird. So, Fressen ist fertig.
Also ich würde sagen, es gibt bessere Fertiggerichte als das hier. Aber ich würde sagen, vom Durchschnittlichen her, finde ich das hier überdurchschnittlich gut. Es ist besser als der Durchschnitt, dieser italienische Fertiggericht. Das ist irgendwie Reis mit Spinat oder sowas. Genau. Das Wetter ist heute voll cool. So, jetzt wird Koffein hergestellt. Das ist italienischer Koffein, also den ich noch von Italien habe. Die sind richtig geil, die Koffeinpads. Ich glaube, das sind die besten Koffeinpads, die ich jemals hatte. Ja, jawohl. Der Koffein ist fertig. Das blubbert genauso wie mein Gehirn. Also diese Eiterpickel, die an meinem Gehirn rumwachsen. Also in meinem verschimmelten Gehirn, genau. Ja, Kaffee draußen in der Natur zu saufen ist geil. Und das ist ein richtig geiler italienischer Koffein. Also diese Kaffeepads. Die sind richtig geil. Danke, ciao. Ciao. Achso, hier vorne hat ein Boot angelegt und die Leute waren sehr sympathisch. Nochmal Grüße gehen raus. Genau. Ja. Und hier, also nicht die da hinten, sondern andere. Und hier, mein Bruder, der kocht jetzt mit Wasserdampf. Die EPA-Dose. Damit der was zum Fräsen hat gleich, was Warmes. Du sollst ganz viel fräsen, damit du stark und fett wirst. Ja, mal gucken, ne? Das ist ganz wichtig. Jetzt muss so richtig viel reingeschaufelt werden. Und du musst dann das so viel wie möglich ausscheißen. Nee, gar nicht ausscheißen, damit ich richtig fett werde. Genau, dann schiebt dir einen Korken im Arsch. Ja. Ich will immer noch einen Kaffee trinken. Und also ich habe mehrere Tassen gemacht und ich muss sagen, dass diese Koffeinpads von Italien, das sind die besten Kaffeepads, die ich jemals gekauft habe. Also ich wäre bereit, wenn man die irgendwie hier in Deutschland bekommt, irgendwie 2 Euro mehr dafür auszugeben, um diese Kaffeepads zu haben. Die sind richtig geil. Also die kann ich mir gar empfehlen, also der Kaffee ist einfach schmackhaft. Das ist ein richtig geiler Koffein. Diese Wespen, die müssen weg. Die nerven mich. Ich mag mich, wenn die irgendwie an mein Gesicht rumfliegen. Die sind richtig nervig. Ja. Die muss weg. Die Wespe muss weg. Mann, wie lange nervt er mich schon? Nein, ihr Fresse. Die ganze Zeit ins Gesicht und sowas. Das ist richtig nervig. Ich glaube, diese Wespe ist weg. Das wurde aber auch Zeit. Das hat schon eine ganze Minute an mir rumgeflogen. Mein Kopf, mein Gesicht. Sachen sind gepackt und jetzt gelaufen wir zum nächsten Dönerladen. Also zu einem von mir empfohlenen Dönerladen, genau. Und dort dann gleich Döner zu essen und dann laufe ich nach Hause. Und mein Bruder, der fährt auch zu sich so nach Hause. Genau. Und das wird auch so richtig geil sein auch. Aber hier zu sein war auch voll cool. Das kann ich empfehlen. Scheiße, hier vorne liegt Scheiße. Ich bin drüber gefahren. Fuß.
genauso geschafft wie mein Hirn. Ich bin gerade dabei, ganz viele, so viele Menschen, die, ich bin gerade dabei, so viele Menschen, die an uns vorbeifahren, zu belästigen und zu nerven und sowas. Gib Wurst. Das ist ranziger Billigwein. Ein richtiger Mindestwein. Ich werde immer und immer weiter genervt, den ganzen Weg bis zum nächsten Dönerladen. Ich werde die ganze Zeit weiterhin genervt. Das ist ganz wichtig. Und die Musik habe ich immer noch selber gemacht. Von meinem eigenen Kopf erdacht, genau. Das ist richtig geil. Ich habe davon damals eine Abmahnung bekommen, wo wir diese Musik aufgenommen haben. Das war voll scheiße gewesen, aber trotzdem hat sich das gelohnt, glaube ich. Ich verlinke euch diese Musik in der Beschreibung rein. Genau, dann abonniert ihr diesen Kanal. Genau, das ist auch ein Kanal von mir. Das wird richtig geil sein. Ich bin ein Stück entzündeter Hirnhaut. Also eine Haut, was ruhig rumschwappt, entzündet und so. So, hier vorne ist dieser Dönerladen. Wir werden jetzt Döner essen. Das wird richtig geil sein. Wir haben Döner gekauft und ich bin ein Waschlappen. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich bin ein Waschlappen und das ist richtig geil. Wenn ich mein Gehirn dann irgendwie so durch die Gegend so waschen kann. Also so ein richtig der letzte Waschlappen. Genau. Das kann ich, das ist bestens zu anzuraten. Das sind meine letzten Worte für heute. In diesem Video habe ich genau an derselben Stelle auch unterm Tarp gepennt. Allerdings mit Dave Goldman und im Gewitter. Und da habe ich auch Blubberblasen gemacht. Deswegen gibt euch das.